Ja. Ja. Amerikanisches Patent. Ja, danke, danke. Mal aufpassen, dass beim Reinkommen hier deine Sturzgeburten nicht zertritt. Ja, aber da ist man doch irgendwie irritiert und schockiert, dass sich Menschen sowas ausdenken, oder? Mit einem Netz vorne dran. Ja. Ja. Ich kann das Niveau jetzt hier wieder anheben. Ja, aber das war ja nicht von uns, sondern das war sozusagen Amerika, im Grunde deine Wahlheimat, dazu später. Noch ganz kurz, es war schön gestern auf deinem Geburtstag. Ja? Ich musste ja um drei schon gehen, weil ich heute arbeiten musste. Wie lange ging es noch? Vier, also. Wirklich? Ja. Ja. Der Herr Jauch auch bis vier geblieben? Der ging kurz nach dir. Aha. Der hatte das Kindergeschrei zu Hause. Der hat, im Gegensatz zu dir, konnte der ein bisschen ausschlafen. Ja. Aber hat es dann verlassen und es verlief alles. Schöne Geschenke gekriegt. Man fragt ja einen Mann, der schon alles hat, wie das so heißt. Was war so die aufwendigsten Geschenke? Ach, es kam ja sehr viel von furchtbar netten Menschen, die man nicht kennt, ja, die dann auch sagen, ja, das kriegst du von mir, das kriegst du von mir. Natürlich waren einige Champagnerflaschen dabei, sich das gehört, was alles sehr schlecht transportabel ist, viele Blumensträuße. Aber du kannst es ja nicht leisten, mir so eine alte Diva durch die Straßen zu gehen und dann diese Blumen hin und her zu tragen. Ja. Aber es freut einen doch, dass der eine oder andere an einen denkt. Dieser Wimpel. BSG Fußball, ThyssenKrupp, Stahlunion, ja, ganze Mannschaft unterschrieben. Das behalte ich mir alles. Also, weil das ist ja im Grunde der Beweis, dass die Menschen wirklich dran denken. Gottschalk hat Geburtstag, das macht Arbeit, so rumzugehen im Betrieb, ja, so einen Wimpel zu unterschreiben, darf man nicht unterschätzen, ja, Harald. Wenn du mal so alt bist, wie du aussiehst, bin ich mal gespannt, ob du auch sowas kriegst. Ja. Mein Gott. Ja. Man hilft sich, wo man kann. Man hilft sich, wo man kann. Es ist ja auch so. Ich rackere mich hier jeden Tag ab in Köln-Mühlheim. Selten mal Sonne. Man sieht es dir an. Ja. Und ich bin froh, dass ich dir mal gelegen habe, dich persönlich zu fragen, weil man liest ja so viel. Man liest also jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk. Er schläft im Flugzeug, während er alle sechs Wochen einmal hier einschwebt. So Wetten, das steigt hier aus, sagt ganz kurz, wo sind wir? Keine Details. Wo sind die Gäste? Ja. Und fliegt dann zurück in sonnige Kalifornien. Ich meine, so kann es doch nicht sein. Es muss doch Vorbereitung sein, man übt, man probt die Fragen mal, man sagt. Ich habe hart an dieser Legende gearbeitet. Ja. Es betrübt mich, dass ich sie bei dir wieder kaputt machen muss, aber du bist mir es wert. Nein, so geht es nicht, so ging es nicht und so wär's auch nicht ein Job, der mir nach wie vor Spaß macht. Es ist richtig, dass ich irgendwann überlegt habe, es hat wenig Sinn, durch die Straßen zu gehen. Jeder, der ein Handy hat, sagt plötzlich, warte mal. Wer darfst du den kennst? Du sitzt im Restaurant, es kommen, da sind immer so Parfümerierunden. Herr Gottschalk, ich habe da nette Damen, wir sind von der Parfümerie Douglas, wir haben hier einen Abend. Ich habe mit den Mädels gewettet, wetten, der Tommy kommt an den Tisch. Sollst du sagen nein, dann sagt er so ein Arschloch. Sollst du sagen ja, sagt meine Frau, kannst gleich dort bleiben. Ja. Also es ist, ja. Nur, das ist, aber... Ich gebe aber zu, das ist Teil des Jobs und ich kann damit ganz gut leben. Nur wenn du zwei Kinder hast und wenn du irgendwo auch gucken willst, dass da vernünftige Menschen raus werden, du wirst eigentlich wahnsinnig, weil du dauernd immer nimmst du sie in Schutz, lässt sie nicht raus, dass keiner sie fotografiert, dass keiner sie wegnimmt, machen sie, was sie wollen, hast immer Sorgen, kommen sie heim, wann kommen sie heim. In Amerika, wo wirklich keine Sau mich kennt, was auf der anderen Seite auch wieder für mich völlig neue Erfahrungen sind. Ja. Ich bin da dreimal für eine Kreditkarte abgelehnt worden, weil ich habe da einfach keine Schulden und dann gibt es nichts. Und ich stelle mich halt immer hinten in die Reihe. Ich habe gelernt, meinen Namen auf Englisch zu buchstabieren. Also du musst plötzlich da wieder anfangen, wo andere Menschen auch anfangen. Und es war, mein Sohn war gerade, wir haben ja für seine Klasse so einen Besuch gemacht. Und da sind wir in den Aufzug eingestiegen. Und da stiegen da drei so Mädels, so wie ihr, die Hübschen da aus, die heute nicht wissen, wo sie schlafen wollen. Also, da stiegen zwei Frauen in einem Aufzug, mein Sohn mit mir drin. Und die beiden, also nicht ihr, aber plötzlich. Und haben nichts gesagt. Und hat mein Sohn hinterher gesagt, Die stehen wirklich auf dich. Und da habe ich gesagt, Roman, wie oft sind wir in Amerika irgendwo Aufzug gefahren? Die gleichen Frauen, die sehen mich überhaupt nicht. Es ist einfach, du musst wissen, der Mensch und der Job sind zwei verschiedene Dinge. Und die habe ich mir jetzt auseinandergezogen. Ich bin
Also ich erzähle meiner Frau immer, eine Woche bin ich weg und drei Wochen bin ich da. Es ist gelogen, sie hat es inzwischen auch gemerkt. Ich bin also, sag mal, 20 Tage bin ich dort, 10 Tage bin ich hier. Ja. Und das heißt, ich verpasse hier nichts. Und es hat auch den Vorteil, weißt du, in unserem Job, zumindest ich bin so veranlagt, man wälzt sich ja dauernd in der eigenen Suppe. Man sagt, oh, das betrifft mich und diese Zeitungsmeldung. Ich steige ins Flugzeug und dann lese ich, Wussow färbt sich die Haare nicht mehr. Die Anke Engelkes hat einen neuen. Die andere, die Hera Lind, die hat einen auch alten, neun? Aber auch einen neuen. Ja. Dann 1000 Dinge. Verona geht in die Kiste rein und dann merkst du, es gibt einen Teil der Welt, wo das keine Sau interessiert. Ja. Und das beruhigt einen. Da möchte ich nicht leben. Ich möchte das alles wissen. Das wisst ihr. Doch, natürlich. Malibu. Aber sag mal, das glaubst du wirklich, dass die, wenn du in Amerika... weil ich kenne es von Howie Carpendale. Der sagt, er ist mit seinem Sohn auf die Schauspielschule gegangen. Du glaubst, in Amerika reagieren die Frauen auf dich, die reagieren nur auf dich hier als Künstler und Moderator, nicht als Mensch. Das ist ja das, was man den Frauen dann oft auch sehr übel nimmt. Ne? Das nehme ich und deswegen bin ich auch so verstimmt. Ja, das ist, aber du weißt im Grunde, was du wert bist. Also es ist nicht meine Nase, es sind auch nicht meine Löckchen. Es ist im Wesentlichen das Wissen, dass ich mit Ricky Martin schon mal auf der Bank saß und dass ich, was auch immer, die Leute kenne. Zwischendurch reagiert mal einer, aber es wird seltener. Und trotzdem, und dieses Malibu, ich meine, nun denken ja alle, ich bin ja oft... Da noch die ganzen Stars kommen. Ja, komm. Sag doch mal ehrlich. Ich treffe ja viele Deutsche und da sind sie, wenn die Deutschen mich treffen... Ja. Dann machen sie mir zum Vorwurf, dass das Wetter nicht so ist, wie sie sich gedacht haben. Ja. Also gerade der Oberfranke. Also ich treffe ewig Oberfranken. Es gibt eine bestimmte Tankstelle. Da kommen die alle, wenn die von San Francisco nach Mal oder umgekehrt fahren, kommen die da durch. Ja, suche mal, Dummi, ein Scheißwetter habt ihr da. Und dann sage ich, du, ich kann nicht dafür. Und den Hasselhoff haben wir auch noch nicht gesehen. Also die denken, dass der Hasselhoff in der roten Badehose am Strand sitzt und halt wartet, bis Madonna vorbeikommt. Ja. In Wirklichkeit ist einfach, die verwechseln es mal mit Marbella. Es ist dann nur weder ein besonderer Palmenreichtum noch ist es weißer Strand. Aber sie sind schon unterwegs, die Prominenten. Und für mich ist denen auch interessant, weil ich ja in der gleichen Situation sitze. Erstens, die Leute, die bei Wetten, das sind. Teilweise haben die ja 4 Wochen schon später vergessen, wo sie waren. Und dann sitzt du einem Typen, mit dem du gerade noch vor kurzem auf der Bank so geredet hast, im Restaurant 3 Tische weiter gegenüber, willst aber auch nicht kommen und sagen, hi, do you remember me? Ja. Und dann beobachtest du halt, wie es so läuft. Und das ist faszinierend. Mel Gibson war neulich so mit seiner ganzen Familie. Und dann sitzen die und die Kellner bedienen natürlich auch ganz normal, weil irgendwo ist so eine Art von, die Amerikaner gerade in der Ecke, wollen sich das nicht antun, dass sie irgendwo aufgeregt wirken, wenn Prominente da sind. Da habe ich immer so um die Ecke saß ein Mädchen, lange Haare. Und der Freund hat ihr gesagt, da sitzt der Mel Gibson. Jetzt hat sie immer so um die Ecke geguckt, es hat aber nicht ganz gereicht, der Hals. Und dann ging sie aufs Klo. Ja. Und dann schwebte sie bei Mel Gibson so vorbei, das natürlich nicht gemerkt. Und der hatte so einen Pferdeschwanz. Am Rückweg vom Klo hatte sie die Haare offen. Da hat sie eine Viertelstunde gekämmt und tupiert und ging wieder einmal an Mel Gibson vorbei. Hat es auch wieder nicht gesehen. Und, aber nie im Leben hätte der jetzt also... Hätte die gesagt, hey Mel, good to see you. Also das wird nicht gemacht. Nee, machen deinetwegen die Mädels auch die Haare auf? Ja. Auch die Männer übrigens. Ja, ich auch. Ich habe ja die Wahl gehabt. Ja, aber ja. Also, die sind da teilweise unterwegs, aber eben sehr entspannt. Und natürlich, du merkst auch, ich habe einmal erlebt, da hat der Hengst, der kam aus dem Supermarkt. Und da hängen natürlich Paparazzis, weil die Chance ist eigentlich größer, in Malibu im Supermarkt irgendjemand zu treffen, als in irgendwelchen Restaurants oder in irgendwelchen feinen Clubs, die es da auch selten gibt. Und da habe ich mal erlebt, wie ein Paparazzi, der hat es gemerkt, wie der zwischen den Palmen da durchgeschossen hat, da stehen so 3 so Dinge. Der hat eine solche Wut bekommen. Und deswegen verstehe ich unseren Auges immer mit seinem Regenschirm. Es ist einfach so, das ist auch schwer nachzuvollziehen, wenn diese Leute da mit kurzen Hosen und mit Milchflaschen unterm Arm da aus dem Laden rauskommen und da pitsch, 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 du kriegst automatisch so einen Zorn, das ist einfach, ich habe das richtig so erlebt, das war so eine chemische Reaktion und der ist gerannt da ein, aber Tom Hanks. Tom Hanks. Der eigentlich so friedlich wird. Ja, ja, absolut. Ja. Ich habe den richtig, der hat sich aufgeregt. Ja. Meine, wenn die Kinder dabei sind und das ist einfach so der Punkt, da hört dann der Spaß auf. Gibt es einen Gast bei Wetten, dass, es waren ja wirklich alle da, wo du sagst, das war sozusagen die Erfüllung eines Lebensraums, da steht die Legende, vor der man als Teen oder was gekniet ist und jetzt sitzt er da. Ich habe, vor kurzem war das so, aber das ging in der Garderobe los. Ich habe geduscht und du weißt, also es gibt also Momente, wo man sagen kann, jetzt ist eine Frage der Beleuchtung, wie gut man aussieht. Und ich stand also mit nacktem Oberkörper und nassen Haaren da in der Dusche und ich hör draußen eine Stimme und ich dachte, das wäre der Mar von RTL, komischerweise, den wirst du kennen. Der Mar an sich? Der Mar, habe ich gedacht, ja. Ja, und mein Freund Anton ruft und sagt, du hast Besuch und ich komme raus. Nackter Oberkörper, nasse Haare und glaubt mir, es ist
steht Paul McCartney draußen. Mein Paul McCartney, wo ich eigentlich gedacht habe, um Gottes Willen. Ja. Und hi Thomas. Und da sagst du, oh, jetzt stehe ich wirklich meinem Idol gegenüber und bin in denkbar schlechter Verfassung. Und da merkst du plötzlich, bum, 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 Britney Spears hin und wie sie alle heißen. Also ich gebe halt einfach zu, dass es gewisse, oder Sean Connery, ja. da bin ich auch, da wirst du einfach nervös, weil du sagst, das ist er jetzt. Und da willst du gut aussehen. Und ein paar von diesen Heroes, wenn die so kommen, da habe ich dann ein bisschen Muffe. Aber ansonsten wird man relativ furchtlos, wenn man sieht, was nachkommt. Du musst zum nächsten Gast kommen, oder? Nein. Wieso? Hast du das Gefühl? Wollt ihr gerade eine Einleitung machen? Nein, aber der nächste Gast ist eine gute Überleitung, weil sie moderiert bei MTV. Du kennst MTV. Eben. Ihr habt das ja drüben, also wie wir hier sagen auch. Und ja, also MTV Amerika. Und? Du bist natürlich ein großer Musikfan und hast ja deine Karriere im Radio gestartet und so weiter. Sag mal, wo ist für dich so die Musik, wo du sagst, also, ja, da hört es eigentlich dann für mich auf? Kann ich relativ genau festmachen. Also Queen, ELO, Eurythmics, so die Sache, auch ein paar noch so englische Sachen, die mir so in den frühen 80ern gut gefallen haben. Aber also, was meine Kinder mir da antun, das ist teilweise schon sehr, ja, oh, very. I'm Slim Shady, the real Slim Shady. Oh. Was ist dauernd. So? Und Techno? Ja, das ist alles. Also mein Kleiner, der ist so, der eine ist so mehr Blink 150 noch was und der andere ewig diesen Slim Shady, Eminem. Ist der hier auch schon so? Ich kenne ihn nicht. Ich höre nur Mozart. Fragen wir nachher mal die junge Kollegin, ob der wie hier heißt auch schon. Slim? Slim Shady. Slim oder Shady. Slim Shady aka Eminem. Ja. Aber der weiß genauso wenig wie ich. Da bin Nein, ich das kenne ich nicht. Das Nein. ist alles für mich. Zum Beispiel Fragen wir mal die Kleine. Ja, was ist mit Internet bei dir? Also kannst du das? Aber auch, ja, bin ich jetzt dabei. Ja, ja. Die richtig, kannst du auch zum Beispiel bestellen. Das ist auch machen? So, in Deutschland, ich könnte mir ja nie erlauben, irgend so eine Pornosache angucken, weil wenn ich irgendwelche Namen eintippe, muss man ja antippen, verstehst du? Ja. Und da bist du verrückt und dann die ganze Welt, dann steht dann morgen gleich Express Gottschalk internetmäßig erwischt und so. In Amerika habe ich mal versucht, aber ich war zu blöd. Ich habe das dann, ist immer you've got mail und dann Ding schon 69 und FXM, also was der Teufel. Ja. Ich habe es nicht zustande gekriegt, weil mein Sohn das mir dann gezeigt. Ja? Ja. You got mail. You got mail. Was mir gestern übrigens gut gefallen hat, das ist, es waren ja gestern da unser Freund Fred Kogel, es war da der Chef der ARD und es war da der Besitzer des ZDF. Ja? Und bin ja ich. Ja. Ja, und das hat auch gestern auf mich so gewirkt. Also wie ihr... Der Programmdirektor war das, glaube ich. Damit, aber, ja. Aber es ist doch ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich hatte den Eindruck, die Herrschaft beim ZDF, die wissen, was sie an dir haben. Also da ist schon so ein mentales Stramm. Aber sag's ihnen noch mal zur Sicherheit. Soll ich ihnen sagen? Nein, aber es ist, schau mal her, hier in dem Falle habe ich wirklich das große Glück, dass da zwei Sachen wirklich, also wieder Deckel auf den Top und umgekehrt passen. Und ich will auch gar nicht mehr fragen, ist Wetten, das meinetwegen so gut oder ich bin Wetten, das wegen so, okay, es macht Spaß und es funktioniert und solange es geht, mache ich so wie du, vielleicht sogar ein bisschen länger. Na, das glaube ich nicht. Nee? Also gut, wir machen eine Langzeitwette. Wir können mal wetten, machst du länger Wetten, das oder mache ich hier länger diese Sendung? Aber ich glaube nicht, wahrscheinlich machst du vielleicht doch länger Wetten, das. Du bist vielleicht fitter. Machen. Ja? Keine Beschwerden, nichts, gesundheitlich, alles topfit. Ja, kann ich meckern. Das ist also, gefährliche. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ich will nicht unruhig, ja. Ich will nicht unruhig. Jetzt. Keine Verabschiedung, schau, rot geschrieben. Keine Verabschiedung. Keine Verabschiedung.